Ein paar hundert Meter vor dem Gefängnis ist Schluss. Die Reisegruppe aus Brüssel, ausgebremst von der türkischen Gendarmerie. Gekommen sind die sozialdemokratischen Europaabgeordneten, um den Vorsitzenden der prokurdischen HDP zu besuchen. Seit gut zwei Wochen sitzt Selahattin Demirtas hinter diesen Mauern in Isolationshaft. Ich war im Mai schon mal da mit dem Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments. Und damals wurde die Immunisierung aufgehoben von vielen Politikern, insbesondere der HDP, der prokurdischen Partei. Und jetzt sehen wir, wie es wirkt. Symbolischer Protest unter den Augen der türkischen Staatspolizei, Sinnbild für das Verhältnis zwischen Europa und der Türkei. Gekommen sind die Europäer, um zu helfen. Am Ende verließen sie nur eine Protestnote. Die Türkei rund vier Monate nach dem Putschversuch. Das sind Zehntausende Verhaftete, 35.000 entlassene Staatsbeamte und eine nach Regierungsmaßstäben gesäuberte Medienlandschaft. Europas wichtigster Partner in der Flüchtlingspolitik verabschiedet sich von demokratischen Standards. Das rügte zuletzt auch die EU-Kommission und fragt sich nun, wie weiter mit dem schwierigen Beitrittskandidaten. Wir haben einen, glaube ich, sehr seriösen, nüchternen Bericht vorgelegt, der eine vernünftige Grundlage für Gespräche bilden kann. Und ich erwarte mir schon eine sehr klare Position unserer Mitgliedstaaten, wie wir in den nächsten Wochen die Gespräche mit der Türkei führen sollen. Menschenrechte verteidigen oder Flüchtlingspolitik absichern. Bislang hat die EU den Entwicklungen in der Türkei nichts entgegengesetzt. Nun will das Europaparlament Klartext reden, zumindest in Sachen Beitrittsverhandlungen. Wir werden sagen, das, was ich eigentlich immer gesagt habe, dass am Ende für mich zumindest die Türkei nicht zur Europäischen Union gehört. Zweitens, dass das, was im Moment in der Türkei passiert, eine Antwort verlangt, und zwar eine klare. Und die heißt für mich einfrieren. Die Initiative parteiübergreifend, alle großen Fraktionen sind dabei. Sie eint der Verdacht, dass die türkische Regierung nicht nur Putschisten verfolgt. Der Ausnahmezustand wird genutzt von der Regierung, um sich sämtlicher Gegner, aber auch Kritiker der türkischen AKP-Regierung hier zu entledigen. Und dementsprechend ist dieses Land leider keine Demokratie, so wie wir sie noch vor einigen Jahren kannten. Europas Protest vor türkischen Gefängnismauern verhallte gestern im Irgendwo. Ähnliches droht auch dem geplanten Appell des Europaparlaments. Denn über die Zukunft der Beitrittsverhandlungen entscheiden am Ende die EU-Staaten.